Wir haben vor der Ferien zum Glück 4-5 Trainings können absolvieren. Und die sind stundlicherweise sehr gut gelaufen. Die Kinder sind wirklich alle anständig, B sind sie motiviert und C sind sie sehr diszipliniert. Und das ist das Fundament für die Mannschaft. Leider sind dann nach einer 6 Wochen Ferien dazwischen gekommen. Letzte Woche haben wir wieder mit dem Training angefangen. Man hat schon gemerkt, dass der eine oder andere ein bisschen länger in der Ferien war und sich nicht bewegt hat. Aber jetzt haben wir da genug Zeit, um uns da wieder voll ins Zeug hineinzulegen. Es hat eigentlich einen ganz speziellen Grund. Ich habe zwar nicht gross darüber geredet, aber letztes Jahr ist meine Mami unerwartet gestorben. Ich habe nach 10 Jahren, als ich mit dem Fußball eigentlich aufgehört habe, dann wieder angefangen, weil ich es einfach gebraucht habe, um meine Mami ein bisschen zu vergessen. Und da hat mir der SC Steinhausen den Einstieg gute Chance gegeben. Und ich bin selber Vater von meinem 12-jährigen Sohn und ich arbeite auch sonst gerne mit den Kindern. Und ich hoffe, das, was ich selber als Kind gelernt habe, den Kindern auch können zu übermitteln. Das Fußball ist ja ein Bestandteil des Kindes. Er geht ja in die Schule, er kommt sein Hobby ausüben. Und den Fußball sollte man auch ein bisschen gleich handhaben wie die Schule. Also sicher mal Disziplin vermitteln, Loyalität, Hilfsbereitschaft. Und wir sind ja ein Team. Vor allem, was Teamworking heisst. Und der Respekt gegenüber dem Mitspieler, weil in der Schule ist genau das Gleiche. Man muss Respekt haben für die Mitschüler, für die Lehrer und sicher die Education an erster Stelle vor den taktischen Übungen. Fußballtechnisch, ich habe eine ganz einfache Schule bei GC geniessen und ich werde versuchen, genau das Gleiche, 1-zu-1, was ich damals beim Roy Hobson und beim Ribeiro und beim Bernec gelernt habe, in versuchen vom Weg zu gehen, das ABC. In dem Alter müssen sie einfach wirklich Basics einfach können, Ball anspielen, abprallen, taktische Übung, schnellen Pass und der Rest kommt dann nachher ins C rauf. Ich hatte zum Glück den Bernecker in der Juniorenzeit und der hat uns immer gesagt, keine Kondition holt man mit dem Böllen. Also ich tue mit den Jungs rennen mit dem Ball und sie merken gar nicht, dass sie eigentlich mehr Kondition gemacht haben heute, als mit dem Ball gespielt. Also Ball mit Rennen integriert ist die beste Ausdauer. Genau, und das ist ja auch sehr ein wichtiger Punkt, wo ich und der Thomas, mein Assistenztrainer, mit dem Telmo, der in der C-Junioren-Trainer ist, auch angeschaut. Wir werden unsere Trainings ein bisschen am C anpassen, damit ja der Junior, der jetzt bei uns im D ist, der Gap nicht so zwischen auseinander ist. Also wir werden sicher zweimal pro Woche das gleiche Training machen, was das C machen tut, damit sich der, jetzt der Junge 10 Monate, 11 Monate bis im Sommer sich vorbereiten kann.